Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von uns beiden, Julian und mir. Ich wurde getaggt und ja, erstmal danke an Nils. Im Hintergrund seht ihr ein Black Ops 2 Gameplay von mir, wo mir langweilig war. Ja, easy. Hier auch mal kurz die Namen. Wir hatten uns umbenannt, Evo, Jan und ich. Ja, ich bin Weißwurst, ich bin Wurstwasser Tom. Ja, Mann. So, dann würde ich sagen, scheiß drauf. Das Gameplay könnt ihr gucken oder nicht. Zuhören ist wichtiger. Julian, du hast die Fragen, also... Ja, Mann, also... Ach so, ja, stimmt, eine Änderung haben wir auch noch vorgenommen. Wir haben noch ein paar extra Fragen dazu gefügt, weil wir es können einfach. Joa. Dann fangen wir an. Ja, Teil 1, erste Frage ist McDonald's oder Burger King? Mc's. Ja, fett für Mc's. Nein, obwohl, warte, Mc's. Im Burger King sind die Pommes geiler. Ja? Und die großen Burger. Ja. Na, ich finde Mc's geiler. Die kleinen Burger kannst du im Burger King nicht essen, aber die großen sind geil. Okay. Dann Frage 2, Deo Roller oder Deo Spray? Deo Spray. Ja, ich bin auch in der Spray, ja, ne? Ja. Ins Gesicht immer. Ja, auch in Black Ops. Äpfel oder Erdbeeren? Erdbeeren finde ich geiler. Erdbeeren finde ich viel Äpfel geiler. Ja? Okay. Ja. Ja, null. Erstes halt jeden Tag Äpfel und so. Ja? Katzen oder Hunde, ja. Katzen, Alter. Ja, ich hab ne Katze, ich muss mir eine Katze sagen. Blond oder braun? Auf was bezogen? Ich glaube auf Mädels. Obwohl, ja gut, ich bin braunhaarig, bei Mädels stehe ich eher auf braunhaarig. Obwohl, bei Mädels ist mir eigentlich egal. Da geht rothaarig muss auch. muss zum Rest passen, aber ansonsten blond. Ja, okay. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Oh ja, süßes Essen, Alter. Jetzt sag nicht, du weißt nicht, was herzhaft heißt. Natürlich salzig. Ja, ich bin auf herzhaft eher unterwegs. Nee, ich bin auf süß. Ich bin auf süß, Alter. Ja, Mann. Oh, jetzt die beste Frage. Jeder entscheidet, ob man als Kind auch nur zu blöd war dafür oder nicht. Lego oder Playmobil. Lego, Alter. Einfach nur Lego. Auf jeden Fall Lego. Lego war das Geilste. Playmobil war für die kleinen Kacknoobs, Alter. Ja, die es nicht geschissen kriegen, ne? Ja. Dann hätten wir noch Nike oder Adidas. Boah, da muss ich erst mal überlegen. Bei mir ist keins von beidem. Also wenn es um die beiden geht, dann würde ich glaube sagen eher Adidas. Oder? Nee. Dann einfach nur, weil du Adidas sagst, sage ich Nike. Ja, komm, lass mal so stehen. Lass mal so stehen. Ja, wir lassen ihn so stehen. iPhone oder Samsung Galaxy? Ganz klar iPhone. Da würde ich sogar Samsung sagen, weil ich mit Apple gar nicht klarkomme. Nicht? Ja gut, ja. Ich habe halt nur ein Apple. Ne? Ja, eben. Außer zum, ja gut. Doch, iPhone, ja gut, es geht um iPhone. Ich sag Android, das passt auch. Ja. Party oder chillen? Ist das nicht beides irgendwie das gleiche bei uns? Ja, wir chillen meistens auf der Party oder wir machen Party beim Chillen. Ja, stimmt halt echt. Auf egal welchen Partys chillen wir. Gut, ich sage das, gut. Ich sag chillen, das mache ich öfter. Chillen passt. Subway oder KFC? KFC. Ja, KFC. Und danach Subway. Links- oder Rechtshänder? Rechtshänder. Ja, auch. Oh. Cola oder Fanta? Fanta. Sprite. Das seems legit. Cola. Oh, hier wird auch Fanta geil ist. Ich? Horror- oder Liebesfilm? Boah, da muss ich halt ernsthaft sagen, dass ich Horrorfilme viel geiler finde. Ich muss ernsthaft sagen, dass ich die übelste Pussy bin, was Horrorfilme angeht. Aber Horrorfilme sind halt echt geil, finde ich. Ich finde Liebesfilme auch geil, muss man halt sagen. Manchmal, aber ich finde halt, weißt du, wenn ich einen Liebesfilm gucke, Alter, dann weiß ich von vornherein, immer alle zwei Minuten, ne? Vor, weiß ich immer, was passiert. Ja, er macht das. Hundertprozentig macht er das. Deine Liebesfilme laufen leider erst nach 22 Uhr. Oder gar nicht. Meinst du bei Viva oder Sport 1 oder so? Ja, genau die. Nintendo oder PlayStation? Nintendo. Ja, eindeutig Nintendo. Jetzt eine Frage, von denen keiner von uns beiden wirklich anfangen kann. Canon oder Nikon? Nikon? Canon oder Nikon? Oder habe ich keine Ahnung. Canon. Ich glaube, da muss ich einfach ernsthaft passen. Geil anhört. Ja, nimm mir Canon, Alter. In die Fresse! I'm firing my Canon! Ja, genau, das ist deswegen. Das ist der Grund, Alter. Kino oder DVD? Stream? Nee, ist die Frage jetzt, was kommt drauf an, was du machen willst? Ach so, DVD-Abend oder Kinoabend? DVD-Abend, hey.
Nee. Generell Kino oder DVD, es geht nur da. Je nachdem, was du halt vorhast. Kino für Freunde mit Gammel danach in die Stadt gehen, feiern, saufen und so ein bisschen noch läuft Kino. Ja. DVD entspannt mit ein paar Leuten Entspannt mit ein rumsitzen. paar Mädels rumsitzen. Ja, weil. Entspannt mit dir rumsitzen? Ja. Ja, weiß noch Da nicht. überlege ich aber, da muss ich sagen, ist eher DVD bei mir. Finde ich Kino. chilliger. Weihnachten oder Geburtstag? Geburtstag. Da ich selbst verliebt bin, ja, Geburtstag. Zocken oder Skaten? Was für eine dumme Frage. Zocken. Zocken. Nacht oder Tag? Eindeutig Nacht. Nacht. Da blendet die Sonne nicht aufs Bildschirm. Ja, aber da musst du nicht um die, wie heißt das Ding nochmal, um das Licht abzudämmen im Zimmer? Rollo? Rollläden. Nee, außerdem ist geil, wenn du nachts rausgehst, blendet dich nicht die Sonne nach und so, boah, scheiße, wie lange war ich schon nicht mehr draußen? So nach dem Motto, so Beziehung oder Kellerkind. Single? Beziehung. Momentan Single. Will aber auch Single bleiben. Also Disney oder Looney Tunes? Disney. Disney sind die Disney. Motherfucker. Ich kenne Looney Tunes nicht mal. Looney Tunes sind die kleinen Dinger wie Tweety oder so. What the fuck? Tweety ist der kleine verkackte gelbe Vogel, der die Katze immer abfuckt. Egal, egal. Halt's Maul. Apple oder Microsoft? Microsoft, Apple Microsoft. ist scheiße zum Zocken. Ja. Geht gar nicht. Wir können. Baden oder duschen? Duschen. Keins von beiden. Duschen, Alter. Auf jeden Fall duschen. Batman oder Spider-Man? Batman. Sind beide ein bisschen komisch. Die haben auch beide einen Dachschaden. Haben beide keine Eltern, liegt damit dran. Stimmt. Spider-Mans Superkraft ist mit der Bewegung des Handgelenks weiße Fäden durch die Gegend zu schießen. Ganz, ganz großes Stimmt, Kino, kann ich das auch. Batman. Eindeutig Batman. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Dunkin' Donuts. Dunkin' Starbucks, Dunkin' Donuts auf jeden Fall, Alter. Alter, wenn ich dran denke, dass ich euch aus Berlin Ja, ich habe die 6 Tage lang verkackte danach gegessen, Donuts. Alter. Die waren sowas Alter, von ranzig. ich hab 24 verfickte Donuts aus Berlin mitgebracht. Easy. Oh, das Gameplay ist vorbei. Da wir noch nicht fertig sind mit den Fragen, würde ich sagen, wir knallen da gleich ein anderes Gameplay hinten dran und bis gleich. Ja, bis dann. So, da sind wir wieder. Nächstes Gameplay, anderes Gameplay. Ich bin am Knife-Runnen teilweise. Ja, jo, Und komm jetzt hier, egal, die weiter. wichtigste Frage des Lebens. Gestylte Haare oder Mütze? Gestylte Haare. Beantwortest du mich? Mütze. Ja, schon, ne? Blaue Mütze. Wenn irgendwann Ja. jemanden sieht mit einer blauen Mütze, das ist Julian. Bin Das ich. ist Julian. Manga oder Comics? Manga. Manga. I watch Anime for the plot, Ja, ne? auf jeden. Füg das Bild hier ein. Jetzt. Ja, das wird schwer, aber das kann ich machen. YouTube oder Fernsehen? YouTube. Ja, YouPorn. YouTube? Bett oder Sessel? Hab ich doch eine Frage. Bett, Bett. Alter. Abos oder Views? Schwere Frage, weil Abos, wenn die nicht aktiv Ja. sind, bringen die dir nichts. Views sind aktiv, bringen dir leider keine Abozahl, was es angeht. Ich finde Und halt, YouTube geht halt stark nach ich Abozahl, würde was das sagen Kanäle eher angeht. Abos, weil mit Abos kannst, also mit den Leuten kannst du reden und so. Das macht ballert Ja, und es eben. bockt viel mehr. Daher, weil wir euch mögen. Prost. Licht oder Schatten? Ja, hast du gekifft? Schatten. Schatten, Alter. Müsli oder Brot zum Frühstück? Deine Mom. Was hatte ich heute Morgen? Ich hab Brot. noch gar nicht Nutella. gefrühstückt. Brot. Siehst du, der kam es gerade wieder. Ich hab noch gar nicht gefrühstückt. Perverses Spiel, das du kennst. Ah, wie Scarlet Blade. Nein, das ist nichts Schlimmes. Nicht? Fuck, wie hieß das? Scheiße, was war's? Oh! The Witcher ist nicht schlecht. 3D Sex Will. Warte, Das ist eine habe ich Frage. ernsthaft mal eine Stunde gezockt, weil ich wissen wollte, wie das geht. Nico, eine Frage. Ist es Dingsache? Wie zieht dich perverses Spiel auf? Ja, du kannst pervers als sexuell Sexuelle pervers oder einfach nur Anspielung krank. oder pervers krank? Du kannst beides nehmen. Pervers. Das ist Ja, nennen wir dann mal. Doch, The Witcher ist ganz gut. Ja, 3D Sex Will hat, glaube ich, das meiste geflasht, was abgeht. Gut, okay, dann willkommen zu Teil 2. Was? Könntest du einen Musiker heiraten? Nein, das ist ein Typ, werde ich sicher nicht Ja, heiraten. habe ich auch gedacht. Und das, was meine Freundin momentan als Musik produziert, ist, ja, lassen wir es. Deine Top 3 Lieblingsfilme. Herr der Ringe 1, Herr der Ringe 2, Herr der Ringe 3. Da müsste ich gerade überlegen. Pacific Rim fand ich sehr, sehr geil. Boah, Alter. Boah, Alter, da muss ich echt überlegen, warte mal kurz.
Pacific Rim auf jeden Fall dabei. Weil der Film einfach richtig geil ist. Dann, fuck, Alter. Wie heißt der? Wie heißt das Film? Lieblingshorrorfilm. Dead irgendwas. Evil Dead? Nein, nein. Irgendwas ist was mit Puppen gemacht. Der Film ist richtig nice. Und The Ring. Boah, da muss ich... Ich sag's später gleich nochmal, oder ich fügte in den Film einfach ein Bild dann hier ein. Er fällt mir gerade aber nicht ein. Füge ich danach einfach im Nachhinein ein, dann wisst ihr es trotzdem. Ja, also, bei kurz mal meine jetzt wirklich, meine drei Lieblingsfilme dürften, glaube ich, sein, die Herr-der-Ringe-Trilogie. Auf Platz 1 danach dürfte Inception kommen, was recht fett ist. Und ansonsten, was hätten wir noch einen geilen Film? Omas in der Müllhalde. Nee, ja klar. Deppenbrand am Rosettenrand oder was? Nee, ansonsten Nummer 3 wäre, glaube ich, noch Königreich der Himmel oder. König der Löwen. Nein, Alter, voll gay. Ansonsten irgendein anderer geiler Film, der gerade einfällt. Geiler Shit halt. Ne? Ja, geiler Shit. Guter Film. Dein Lieblingszitat eines Songs. Leg mal los, wo ich was zu überlegen. Boah, wahrscheinlich von Ärzten. Was für ein Song höre ich momentan, der Lust, der überhaupt Zitate will, den man benutzen kann. Mouthstep another day. Warte mal. Ich guck gerade mal. Genau. Ansonsten. Ich hab ein. Warte, hab ich gar nicht. Ah ja, Bubble Yum Bum. Badam Bum Badam. Hör auf zu singen. Ja, Mann. Von I Can't Believe It, Flowrider Feed Pitbull. Fand ich mega lustig. Ja, ich hab eigentlich keins. Ja, pass ich mal. Wenn du etwas an dir ändern könntest, was wäre es? Läuft bei dir, Nico, ne? Hm? Meinst du, wenn du etwas ändern könntest. Endlich ein Leben haben oder was? Nein, deine Nase. Das müsstest du ja auch ändern. Ja, schon. Wie gesagt, endlich ein Leben war. was würde ich an mir ändern, Alter? Ich wäre gern größer. Ja, also was ich an mir ändern würde, was mich teilweise recht abfuckt, ist, dass ich manchmal so ein bisschen am Nuscheln bin. Dein Mini-Pimmel. Würde ich gerne ein bisschen rauspatchen. Dein Mini-Pimmel? Nein. Der reicht für dich, Nico. Der reicht für dich. Der passt nicht mal in der Gift. Dein Arsch gehört mir. What? Beschreibe dich in 3 Wörtern. 3 Worten? Also du bist fett, dumm und asozial. Schreib dich ganz gut. Wollen wir es gegenseitig beschreiben? Gute Frage. Das Gameplay ist auch wieder fertig. Boah, da muss ich ein drittes dran hängen. Boah, Alter. Jo, dann bis gleich, wa? So, bam, bam, Leute, wir sind wieder da. Wir sind zurück. Nächstes Gameplay. Beide Fragen beantworten. Gameplay ist wieder zurück. Nico macht irgendeinen Stissel und deswegen machen wir gleich mal weiter. Ja, genau. So, wir sollten uns gegenseitig, wir sollten uns mit 3 Worten beschreiben. Wir machen es hier aber mal gegenseitig. Weil selbst ist immer so eine Sache, ne? Ja, eben. Nico, ich mal beschreiben als ziemlich durch. Ansonsten eigentlich immer da, wenn man ihn braucht oder auch wenn man ihn nicht braucht. Und ansonsten. Doch, hat was auf dem Kasten. Auf dem Bierkasten. Auf dem Billiger. Bei dir ist schwarzester Humor von everything, Alter. Was? Nein. Hast du meine Kinder gesehen? Deine Kinder? Du hast keine Kinder. Ja. Die haben Löcher im Kopf. Ja, dann auf jeden Fall auch immer da, wenn man dich braucht. Außer du bist mal wieder irgendwie in einem bestimmten Zustand, in dem es aber nicht möglich ist. Entweder ja, schlafend, meinst du? Schlafend oder Hacke oder irgendwas. Oder am Nageln. Selbst da telefonieren, du Affe. Ja, weil da ist Julian halt oft außer Gefecht, weil der wird halt immer richtig hart in den Arsch gefickt. Nee, ist ganz einfach. Telefon klingelt, Nico ist dran. Ich nehm mal ab. Wird schon irgendwas Wichtiges sein. Und verplant. Verplant bist du auf jeden. Was? Nein. Du bist so mega verplant auf. Also. Nächste Frage. Was hast du gerade an? Jogginghose, T-Shirt und Unterwäsche. Unterhose. Okay.
Easy. Was? Nee, wer Boah, war da kommt Held, Kino der gerade. Heldin deiner Kindheit? Nochmal was? Wer war der Held, die Heldin deiner Kindheit? Boah, Alter. Hatten wir Kindheitshelden? Aang aus Avatar. Zählt vielleicht nicht ganz als Kindheit, aber habe ich Link. Richtig gesuchtet. Link von Zelda auf jeden Fall. Ich hatte das Spiel, so die ersten, mit Ocarina of Time die ersten paar Dinger gemacht. Und dann war dann irgendwann dieser Moment, wo Link dann groß wird, ne? Oh. Und ich sag mir so, boah, Alter, jetzt Nico, jetzt wirst du erwachsen, ne? Und musst du voll alles ernst machen. Und dann, 10 Minuten später, Mama, krieg ich eine Milchschnitte? Läuft. Ja, mir ist gerade der Bildschirm ausgegangen, so alles so standby. Bei dir? Ja, ich lange nichts gemacht. Ja gut, dann hier. Welchen Promi würdest du gerne einmal treffen? Was würdest du mit unternehmen wollen? Ach du Scheiße. Boah, ich habe mit Promis halt eigentlich auch überhaupt nichts am Hut. Die sind mir alle scheißegal, die können alle verrecken. Nee, eigentlich nicht, weil Promis im All sind lustig. Boah, wen würde ich mal treffen wollen? Boah, da würde ich... keine Ahnung, Alter. Wen will ich mal... Jo, weißt du was? Nimmst du Pizmeet so fett, hey, hier, dual machen und einer von uns nimmt Gronkh, dann ja, hey, hier, Abos. Aber eins muss ich sagen, Gronkh würde ich gerne mal treffen. Ich hab ihn schon getroffen. Ja? Ja, im Kölner Hauptbahnhof. Ah. Auf Klassenfahrt. Nice. Während ich mit einem Zug zum nächsten gerannt bin. Hast du ihm Hallo gesagt oder was? Ich bin fast in ihn reingerannt. Oh Mann, du bist ein Lappen. Egal, Gronkh würde ich gerne mal treffen, das wäre momentan die einzige Person, sonst Pizmeet halt mal, keine Ahnung. Wäre halt mal cool. Ja, nee, ansonsten... Sonst PewDiePie. Ja, ich kann nicht so gut Schwedisch, weißt du. Nein, wen ich gerne mal echt mal fett gerne treffen würde, wären Space Frogs. Also meine Freundin hat sich schon getroffen. Ja? Auch in Berlin. Ja, hat sie getroffen in Berlin. Hat auch ein Bild mit ihnen auf ihrem Handy, was gerade neben mir liegt, was ein bisschen kaputt ist. Es geht nicht mehr an. Ist ein iPhone 3G. Also wundert euch nicht. Ja, aber sonst... Keine Ahnung, Fernsehpromis oder so. Oh Leute, mir fällt ein, ich habe gerade das Ding angelassen. Ja, ihr seht, das ist Kinomodus, Leute. Keine Angst, Herr. Ja, ich habe das irgendwann gezockt. Es ist kein Live-Commentary. Gut, dann, weiter wär's. Lieber viele oberflächliche Freunde oder wenig gute. Wenig gute. Ich meine, schau mein Freundeskreis an. Zwei Leute. Ich und Timo. Luca noch hin und wieder. Ja, ich habe schon ein paar mehr. Digga, Spacken, fick dich. Weißt du, erstmal so, hä? Was hat denn der da eigentlich gesagt? Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Du hast keins von beiden gesehen. Doch, Star Wars habe ich gesehen. Ah, gut, Star Wars, du hast Herr der Ringe nicht gesehen, ne? Ja, Herr der Ringe war das nicht. Welche merkwürdige Angewohnheit hast du? Ich kann schnalzen. Ja, merkwürdige Angewohnheit. Das mache ich voll oft, Alter. Ich hab dir irgendwo, ich baller recht oft, komische Witze durch die Gegend, die entweder keiner rafft oder nur ich lustig Ja, find. Oder ich. Ja. Aber das war ja schon immer so, ne? Gut, dann mit welchem Buchcharakter würdest du am liebsten tauschen? Zählt Anime als Buch? Boah, Alter, das wäre nicht klar, das würde nicht klar Wenn gehen. Ja, wäre Issei mal recht fett. Issei. Aus Highschool DxD. Also, sagen wir mal, Oder Kirito. Anime würde ich Kirito tauschen wollen. Naja, und das Gameplay ist auch wieder vorbei. Und dann würde ich sagen... Alter, Digga, spiel mal länger. Gehen wir aufs nächste, wa? Bis gleich. Ja. So, nächstes Gameplay und ich würde sagen, nächste Frage. Yay! Und wir machen die. Ja, meine letzte Frage ist, Nico, wann hast du das letzte Mal geweint? Das ist die Frage, bezieht sich das die Frage auf Verdrängen? Lass alle drei machen. Also vor 2 Tagen wegen Zwiebeln. Weil ich Zwiebeln geschnitten habe. Ne? Nein, Captain wirklich, Obvious, ich hab Zwiebeln in den Arsch gesteckt. Ja, richtig geil. Beste Erklärung ever für Zwiebelschneiden weinen. Zwiebelschneiden. Dann war vor Lachen geweint, wann war das? 3 Tage oder sowas? Haben wir ein richtig geiles Bei einem Bild. Relativ schwarzen Bild. Richtig, richtig schwarzes Bild. Doch, das füge ich ein, das ist halt nur asozial einfach das Bild, aber. Machst du einfach so einen Frame oder so? Nee, schon so eine halbe Sekunde oder sowas. Ich füge das einfach kurz rein. Das sehen wir so, stopp. Und sonst weinen. Als ich meiner Freundin Schluss gemacht habe, mehrere Tage danach habe ich ein wenig getrauert. Ein Tränchen vergossen. Ein süßes Tränchen, Goldtränchen. Ja, aber sonst nicht. Ja, das letzte Mal. Auch wegen Zwiebeln schneiden.
Auch schon eine Weile her, dann ansonsten Tränen gelacht, auch wegen demselben Bild mit dir zusammen. Das ist einfach geil. Und als mein Opa gestorben ist, glaube ich. Ja doch, als mein Opa gestorben ist, aber auch schon eine Weile her. Okay. Okay. Nächste Frage. Welches Konzert hatte ich zuletzt begeistert? Ja, ganz einfach, Ärztekonzert in Freiburg. Ich war nur auf einem einzigen Konzert, Alter. Weil ich kein Konzerttyp bin und das war von, das war mit meiner vorherigen Freundin, also nicht die eine vorher halt. Und das war... Nicht die eine vorher halt, ne? Boah, fuck, Alter. Da muss ich überlegen. In James irgendwas, James Blunt? Nein, James Morrison? Ja, genau, James Morrison. Gut, dann nächste Frage. An welchem Ort könntest du den Rest deines Lebens verbringen? Hier. Nee, Freiburg. Ich finde Freiburg einfach mega Porno. Aber sonst... Ist auch geil, aber ich wollte es nicht unbedingt. Mich würde es kein Stück stören. Wenn ich jetzt müsste, könnte ich es machen, aber... Welches Lied verschafft dir immer wieder Gänsehaut? Arsch. Und... Nein, das Lied aus Elfenlied. Das Intro von Elfenlied. Bei mir würde ich sagen, momentan ist es Another Day von Modestep, weil ich das Lied einfach mega feiere. Gut, dann, wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst? Vor mir. Erstmal vor Julians Mini-Penis, weil der piekst immer so, wenn er damit... Selbst genutzt. Der piekst dann immer so. Aber sonst. Was hab ich Angst? Ich hab Höhenangst. Ich hab Höhenangst. Nee, Höhenangst habe ich nicht, nur ich hab Angst vor freiem Fall, was relativ bizarr ist, weil ich am Klettern bin. Ja? Achso, freier Fall. Und ansonsten. Ja, ich hab Angst vor freiem Fall. Hasse es. Und ansonsten, ich hasse abgrundtief Ameisen. Hasse sie. Ja? Okay. Ja. Was steht in deinem zuletzt erhaltenen SMS? Nico? Soll ich anfangen? Ja. Boah, da müsste ich echt nachschauen kurz, halt mal. Wollt ihr einfach mal hin, sag SMS und WhatsApp. SMS und... Oh, Alter, SMS wird ja schlimm. Also, SMS okay, ist bei mir... SMS? Heute Morgen um 2:30 von Nico ein Fragezeichen. Was? Ich hab dir eine SMS geschrieben? Ja. What the fuck, Alter? Hä? What the fuck? Wann hab ich dir jemals eine SMS geschrieben? Ich schreib dir immer auf WhatsApp. Ansonsten, ja eben, frag mich auch. Ansonsten, meine letzte WhatsApp-Nachricht war von meiner Freundin und damit gute Nacht, ich liebe dich. Also SMS bei mir ist, gestern 0:13 Uhr. Bei dir, Anruf von Mailbox, hat keine Nachricht hinterlassen. Keine Nachricht, nicht sowas. Und dann, von Marcel, wo arbeitest du denn gerade? Denn falsch geschrieben, Alter. Und erhaltene SMS. Ansonsten für. Erhaltene SMS, Mann. Nicht gesendet, du Mongo. Ja, erhaltene SMS. Nee, WhatsApp-Nachricht mal. WhatsApp-Nachricht meine ich. Jetzt gucke ich bei WhatsApp. Da war gestern 20:22 Uhr. Nee. Ja, gestern Abend ein Ja. Nee, glaube ich nicht. Okay, von Julian gerade eben Penis. Und das Gameplay ist vorbei. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten. Boah, das wird voll die Special-Folge. Bis gleich. So, und wir sind wieder da. Nächstes Gameplay und weitere Fragen. Juhu! Ja, Mann, gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Bei mir ist ein Spitzname, den benutzt nur meine Schwester. Mongo-Kind. Und dann. Nein. Es ist nicht Mongo-Kind. Sklave? Nein, Pigli. Pigli, jawohl. Pigli, und ich weiß nicht warum. Und. Nee, bei mir eigentlich nicht. Was? Bei mir gibt's nur Spitznamen, die verschiedene Freundeskreise für mich benutzen. Meinst du Nüppel und so? Ja, auch. welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? So einen heimlichen Song, einer, der so nicht so mega geil ist oder ein wenig peinlich. Boah, da muss ich sagen, ja. Ich feiere momentan Katy Perry Unconditionally. Mega!
Warte mal, ich muss kurz auf YouTube nachschauen. Ich hab meine Playlist. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas Nightcore-mäßiges. Unwahrscheinlich. Ansonsten, was ich unter recht gern höre, ist Rather Be. Ja, das finde ich auch geil. Und läuft ansonsten, ich muss mein Ding durchschauen. Ja. Könnte ich mitsingen, diverse Anime-Intros, aber im Mangel von Japanisch eher nicht, ne? Mangel von Japanisch, wa? Bombe gezündet. Ja, ne? Nächste Frage. Wo ist sie denn? Erstmal suchen, wa? Für welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Boah, ich arbeite ja beim Bäcker, ne? Aber wenn, da, weißt du, wenn... Über Kunden, die nicht passend zahlen? Sowieso. Nee, viel schlimmer, weißt du? Nee, viel unnützer eigentlich, weißt du? Da ist ein Geschirrschrank. 1 Meter von der Theke nebendran entfernt, ne? Und die Leute, die kriegen es nicht geschissen, ihr verkacktes Geschirr einfach in diesen Schrank reinzumachen und legen allen Shit auf die Theke. Obwohl da ein Schildchen steht mit bitte ihr Geschirr nicht auf die Theke legen. If you know what I mean. Nico, ich glaube, ich komm dich besuchen und leg mein Geschirr auf die Theke. Alter, dann baller ich dir meinen Penis in die Fresse, ey. Leute, ich glaube, ich stand meine Kamera und geh Nico besuchen. Ich baller dir so hart meinen Pimmel in die Fresse, dass du da nicht mehr stehen kannst. Du kannst aber auch so nicht mehr stehen. Läuft. Ah ja, easy. Nächste Frage. Nächste Frage, wo sind die Fragen hin? Ja. Hier sind sie. ja, hier, Ich hab die Fragen verloren, hilf mir! Was tust du, wenn du nervös bist? Fingernägel kauen. An meinen Fingern rumspielen, so. Also nicht rumspielen, so. What? An der Seite, so an die Haut an der Seite immer so ein bisschen abkratzen. Okay. Sieht ein bisschen heftig aus an den Daumen manchmal. An welcher Seite des Bettes schläfst du? Das ist natürlich. An der Seite mit der Wand. Nee, bei mir ist es... Bei dir ist es ziemlich einfach, Nico. Ich hab nur... Du liegst rein, das Bett ist voll. Nee, Alter, ich hab ein Doppelbett jetzt. Hast du? Ja, Mann! Das ist größer als deins. Ja und, mal haben wir schon mehr Leute geschlafen? Ja, stimmt auch wieder. Ja, gut, ich. Es ist wenn ja auch... mein Bett erzählen könnte. Oh, scheiße. Mit Kinomodus, ne? Boah. Scheiße. Warte, aus Sicht des Bettes? Aus Sicht des Bettes. Dunkel. Also, ich bin auf der... Mir ist eigentlich egal, ich penne aber auch gerne auf der Seite, wo mein Laptop ist, weil ich immer gerne Videos zum Einpennen gucke. Und das heißt, nicht an der Wand. Ja, zu eurer Info allgemein, falls irgendwann jemand in mein Zimmer kommt, ich schlafe rechts. Da ist nämlich die Heizung, direkt oben ist das Fenster. Da ist der Hammer. Im Sommer, Fenster aufmachen, du liegst direkt unter dem offenen Fenster, kannst fetten Sternenhimmel anschauen. Das ist nice. Und im Winter liegst du direkt in der Heizung, verbrennst du regelmäßig die Nippel. Ja, mein Nippel verbrennen. So geht das. Nee, ist echt so. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Plüschtieraffe. Und er hieß Affi. Ein Rehkitz von Steif und es hieß Bambi. Steif. Ja, die gibt Marker. Mit. Welches Getränk stellst du dir immer bei Starbucks? Gar keins. Ich geh nicht, Starbucks stinkt, Alter. Gibt es ja noch Kaffee, ich hasse Kaffee. Das ist eine Regel, die du immer predigst und selbst nie einhältst. Ja. Mach den Scheiß halt fertig. Jetzt kommst du bei Julian. Niemals ein Schwertkampf. Ja, eine Regel, die du immer brichst, aber predigst. Niemals ein Schwertkampf. Ja, als ob, nein. Also ich hab meine ja schon genannt, das ist deine, Nico. Was war deine? Ich hab's nicht zugehört. Ich mach den Scheiß heute fertig, oder mach den Scheiß heute fertig. Oh ja, genau, das ist dein Motto, Alter. Bei mir ist es, Boah, Alter. Nein, ich finger sie heute nicht. Wenn du Freunde hast, brauchst du keine Feinde. Ach so. Ja. Easy, wa? In welche Richtung schaust du beim Duschen? What the fuck? Links. Rechts. Rechts! Das ist die Tür. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Kann Nico Bitch slappen meinen Penis? ich kann Julian meinen Arschbacken Bitch slappen. Einmal links, einmal rechts. Boah, Alter! Glaubt man es eigentlich, wenn ich kurz? Was? Hört man eigentlich, wenn ich furze? Ja, ich werd's extra lauter drehen in dem Moment, damit man das hört.
Okay, Weißt du, so, wir reden so ganz normal einfach so. Essen. Das wird richtig lauter Fühl. Dein Lieblings-Fastfood-Essen? Chicken und Nuggets, Alter. Gut. Nein. Subway, ein 30 cm Chicken Teriyaki mit Sweet Onion und Honey Mustard Soße. Honey was? Mit deiner Mom. Soße. Was auch schräg ist, Nico, unsere Körperfähigkeiten lassen es einfach mal so stehen, ne? Wir haben das, wir lassen es einfach so stehen, wir haben keine Körperfähigkeiten. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Warte, eine Ahnung, Nico, hab ich eine? Wir können stundenlang ficken, ohne dass uns langweilig wird. Ja, langweilig wird uns generell selten bei irgendwas. Nee, stimmt auch wieder. Nee, jetzt ernsthaft mal. Habe ich irgendeine Rede, die ich dauernd sage, ohne dass es merkt? Ja, natürlich. Das ist doch nicht mein Problem. Stimmt. Das ist ja mein Problem. Und, Nick, Hanna, hast du eine? Eine Redewendung, die ich dauernd benutze? Nee, ich glaube momentan glaube ich nicht. Ich glaube momentan... Zeit zum Schlafen, was hast du wirklich an? Jogginghose, T-Shirt. Unterhose, oder nichts. Je nachdem, wenn ihr im Gepennt. Tja, interesting. Nein. Ja, weiter. Hast du Haustiere? Ja, habe ich euch schon mal beantwortet. Eine Katze? Nein, Nico hat keins. Ich hab keins. Nenne drei Dinge in deiner Nähe. PC, Tastatur, Maus. Ich hab mich auch überlegt, so. Mikro. Spekulatius? Ja, Papiertaschentücher. Und? Eistee Pfirsich. Läuft. Von einer unbekannten Marke. Ja, also mal so ein bisschen kreativere Sachen, die neben mir stehen, was nicht offensichtlich Dildos. Ist. Dildos. Eine Shisha? Ah. Als Maus. Dildos. Eine Shisha? Eine Flasche Ketchup. Als Theaterblut oder was, damit du besser fappen kannst? Nein, ich hab gestern auch Rest gegessen. Und eine Flasche Rum. Heiß. Aber mit Ketchup, okay. Ja, Reis mit Ketchup und eine Flasche Rum. Okay. Wie ist das Wetter bei dir? Gerade jetzt? Keine mega Ahnung, ich geil. Hab nicht rausgeschaut. Gerade jetzt mega geil. Da wird's bei mir auch ziemlich mega geil sein, weil wir dieselbe Stadt und so, ne? Nicht weiter auseinander. Ja. Hast du einen Führerschein? Wenn ja, hast du mal einen Unfall gebaut? Führerschein ja? Nein. Unfall nein. Unfall nein. Führerschein, Motorrad und Auto. Wann bist du heute Morgen Mittag aufgewacht? 10 Uhr rum. Ja. Um 7. Stabile 10. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Gestern Abend? Gestern. Ich dusche heute nochmal, glaube ich. Was war was war der letzte Film, den du gesehen hast? Tribute von Panem. Der zweite. Den ich wirklich im Kino gesehen habe oder zu Hause? Also, im Kino war es Doktorspiele. Wait, what? Der Film Doktorspiele mit dem einen, der bei Fuck You Goethe mitgemacht hat. Ach, Elias Mbarek? Nee, der Junge, mal, der Danger. Keine Ahnung, Digga. Der blonde Junge halt. Das Film, den ich gesehen habe. Ja, halt die Backen. Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist der Hentai, den du mir geschickt hast? Keine Ahnung. Aber der ist lustig. Der ist so verkackt lustig. Und das Gameplay ist vorbei und ich muss wieder ein neues aussuchen, weil die Fragen immer noch nicht vorbei sind. Also würde ich sagen, bis gleich, Leute. Ja, also die Frage war, was war der letzte Film, den du gesehen hast? Bei mir war es Harold und Kumar 2 zusammen meiner Freundin. Ja, ja. Dann, was sagt eine letzte SMS? What the fuck? Immer noch selbe wie vorher. Wie hört sich ein Klingelton an? Nico? Mein Klingelton ist so ein richtig geiles Abfuck-Lied. Warte mal, das könnte ich so kurz abspielen. Ich hab übrigens die Fragen gerade nicht beantwortet, weil letzte SMS war das gleiche. Und das mit dem Film habe ich schon beantwortet. Und hier ist mein, Moment, mein Klingelton. Ah, Sushi. Jo. Ja, mach wieder aus. Also auch noch wegen GEMA? Ja. Bei mir ist es... Ja.
Also bei Julian ist es Sushi von... Sushi von Kyle Andrews und bei dir ist bei es... Bei mir ist es Excision feat Schism Sexism Far Too Loud Remix. Ich würde eher mal sagen, wir gehen hin und... Ich schreib das rein. Ja, aber YouTube-Links ja, reinklatschen. Ja, genau. YouTube-Links reinklatschen, das passt schon. Der Klingelton ist selber gemacht mit irgendeiner billigen App. Rausgeschnitten einfach mal. Ja? Bei mir. Lappen, ja. Alter. Weil du kannst bei iTunes keine kompletten Glieder als Klingelton reinpacken. Glieder? Ja, Glieder. Bist du jemals in ein anderes Land gefahren, geflogen? Ja, klar. Natürlich. Wollen wir aufzählen? Schweden? Alleine hier Ding wieder, Frankreich zum Panache holen. Oh, ja. Ach, alleine in andere Länder gefahren? Oder nee? Nee, generell. Ja gut, dann Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Afrika. Ist Afrika? Ja, ich war schon mal in Afrika. Hast du da deine Haare her? Nee, da habe ich meine Bräune her. Und die kommt ja hoffentlich duschen. Nee, ich habe mich da ernsthaft gebräunt. Das ist bis jetzt seitdem geblieben. Also, dass ich halt jetzt nicht mehr... Ach, nicht... wo warst du denn letztens in Afrika, Alter? Seit 6 Jahren war ich dort, Alter. So. Nee, bei mir war es Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich, Holland, Norwegen. Creeper? Zypern, du Mongo, Creeper. Ich war im Creeper drin, und du? Alles klar. Ja, ne? Und dann, liebst du Sushi? Ja. Läuft Sushi so. Sushi ist geil. Wo kaufst du deine Lebensmittel? Im Supermarkt. Im Sushi-Laden. Nein, direkt gegenüber im Supermarkt. Edeka. Bitches! Edeka oder Rewe. Es sei denn, Fleisch hole ich beim anderen Metzger, der ist geiler. Und Gemüse sag ich auch. Metzgner. Hast du jemals etwas genommen, um besser einschlafen zu können? Zählt Alkohol oder andere Substanzen? Energy Drink. Ernsthaft. Ja. Ernsthaft. Ich war mal bei Finn am Chillen, ne? Und er so, ja, lass durchmachen. Und dann war das 3 Uhr morgens, wir hatten schon mal irgendwie so bis 7 oder sowas durchgemacht. Easy bis 10 oder sowas. Dann kam der Teil so um 3 Uhr morgens so, ja, Finn, mach mal durch oder nicht? Er so, ja, ja, klar, lass durchmachen, ne? Gönne ich mir also noch meinen Energy Drink, von dem ich jetzt nicht die Marke sagen werde. Und 5 Minuten später kommt er, boah, ich bin voll müde, lass pennen gehen. Ja, läuft. Und dann bin ich halt einfach pennen gegangen. Eingepennt wie so nix. Das ging mega gut, Alter. Also an sich Drogen, Alkohol oder irgendwelchen Shit, den wir genommen haben zum Einschlafen. Nein, wir schlafen so ein. Ja, stimmt. Wie normale Menschen. Zählt Gaming zum Einschlafen? Doch, let's... Nein, was also, ich, was uns auch immer ganz gut zieht, ist Minecraft Let's Play von Gronkh. Ah, da penn ich auch recht gut zu weg. Weil da nichts passiert, meinst Allerdings du? Allerdings erst so ab Folge 1000 aufwärts. Das Ziel ist fast erfüllt. Hier geht's weiter. Wie viele Geschwister hast du? Kein einziges, ich bin Einzelkind. Fuck yes, und ich feiere es. Eine Schwester. Ich liebe es. Eine Schwester und ich feiere sie trotzdem. Hast du einen PC oder Laptop? Wir haben keinen PC und keinen Laptop. Ich habe einen PC und einen Laptop. Ja, ich 2 PCs. Wie alt wirst du an deinem nächsten Geburtstag? 20, wird alt, scheiße. Ja, trägst du Kontaktlinsen oder eine Brille? Nein, keins von beiden. 404, not found. Ja, läuft. Ja, liest du vor? Da. Was du heute planst zu tun. Ich hab keine Ahnung. Ich werde mal noch aufstehen, essen gehen, noch ein bisschen Terra zocken. Oh, heute Abend gehen wir saufen. Eventuell bin. Geh mal saufen? Geh mal saufen, mit Mucke, Alter. Können wir machen, aber ich hab halt. Ich bin pleite, ne? Kein Problem, du stinkst sowieso. Ich hab nur noch Alke rumstehen, aber. Du bist sowieso ein Lappen. Obwohl, mal schauen. Nachher noch ein bisschen aufnehmen, vielleicht. Oh ja, können wir auch machen. Also wie ihr hört, wir machen relativ viel zusammen, was das angeht. Boah, ich wollte noch Bioshock aufnehmen. Oh, mir tun die Eier weh. Okay, und ich muss ein neues Gameplay reinmachen. Bis gleich! Boah, Alter. So, wir sind wieder da. Und ja, nächste Frage, wa? Was ist für dich der perfekte Pizzabelag? Pizza Hawaii mit Hühnchenbrust. Ich feier Pizza Salami. Das ist langweilig, Alter. Oldschool-Klassiker einfach. Was magst du mehr? Hamburger oder Cheeseburger? Hamburger.
Nee. Cheeseburger. Cheeseburger in unserem, in meinem Lieblings, Kneipe, Wirtschaft, whatever, in Freiburg. Wie man das halt nennt. Der Burgerladen da. Nein, O'Kellys. Wir machen die geilsten Cheeseburger ever. Okay, aber es gibt noch so einen Burgerladen. Welche Augenfarbe hast du? Braun. Grün, braun. Mehr grün als braun. Ich weiß woher. Spaß. Kannst du Cola von Pepsi unterscheiden? Ja. Keine Ahnung. Cola schmeckt geiler. Ist wie Nutella und Nutoka. Was war der bisher lustigste Moment einer Party für dich, an den du dich erinnern kannst? Shit. Nico, du weißt, was kommt. An den Moment kann ich mich aber nicht erinnern. Ja, ich mich aber. Also, wir waren in einem Club zusammen und Nico war gut ich dabei. Ich war mega dicht, Alter. Ich war dichter als ein Dichter, ey. Ich hätte... Auf jeden Fall eben eher, könnte man sagen, etwas rallig, ne? Und fängt halt an, irgendwelche... Weiber anzutanzen. Und der Abend. Unter anderem auch eine Gruppe von drei sehr gut gebauten Damen. Mit sehr gut gebaut meint er fett. Irgendwann ist aufgefallen, dass die halt nicht so ganz so geil sind. Das war so ein legendary dreht Abend. Sich relativ, dreht sich relativ stocksoffen zu mir um und fängt an zu lallen. Die sind hässlich, oder? Und das Einzige war so, ja, schick mich zu was Geilerem. Oh, hab ich da auch gemacht. Ich war so dumm. Und er hat die fette Abfuhr bekommen. Ja? Was war das für eine Abfuhr? Wegen dem Anmachspruch. Hey, ich bin Nico. Boah, der war der beste Anmachspruch, den ich je gebracht habe, Alter. Der war. Nicht, wenn du. Alter. Nicht, wenn du fast nicht mehr stehen kannst, aber lallen bist. Standard. Ja, ansonsten Nico, bei dir? Bei mir muss ich sagen, fällt mir leider nicht mehr so mega viel an, aber ich fand diesen einen Teil, den Sammy gebracht hat, mit der Shisha so richtig geil. Ansonsten die Schellenaktion. Die Schellenaktion. Ja, Mann, Alter. Boah, das war der. Doch, dann war das der geilste Moment. Wir waren mal wieder feiern. Weil Julian und ich voll auf Feiern gehen. Oh, da hat man mein Handy vielleicht gehört. Da war ich dabei. Ich glaube schon, oder? Kann gut sein, keine Ahnung. Und ich war mit eben ein paar Kumpels unterwegs und wir haben halt irgendwie Partys abgefarmt, sage ich jetzt mal. Da waren waren vier oder fünf Partys an dem Abend. Und haben wir geguckt, wie das da läuft. Mit einer waren wir halt an einem Flüsschenteil dran. Bei uns ist halt ein Fluss, der durch die Stadt durchgeht. Ja, und da... War das nicht meine Hausparty? Das war nicht deine Hausparty. Da war AL's B-Day, Geburtstagsparty vorher. Oder irgendwie ja, sowas. Gut, dann, ja. Irgendwie sowas halt. Auf jeden Fall, ich entschuldige mich im Voraus, ich habe ein Mädel... unflätig unter den Rock gefasst. Einfach so, weil mir langweilig war und ich angetrunken war. Und das ist Nico. Und habe danach gemerkt, oh, sie ist aggro. Die sich umgedreht hat, wie so eine richtige Furie. Also hätte ich in meinem Zimmer da, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hätte ich mein Zimmer auseinandergenommen. Einfach aus Langeweile, weil ich es lustig finde. Und hätte dann meiner Mutter gesagt, guck mal, was ich gemacht habe. Voll cool, ne? Wollen wir noch ein Ei draufbraten? Und sie wäre natürlich ausgetickt wie Sau. Dann war das nicht mal irgendwie, das wäre vergleichbar gewesen, glaube ich. Wie die gerade auf einmal in dem Moment pisst war. Und dann habe ich, hatte gesagt, wer war das? Und ich habe einfach nur nach links gezeigt auf meinen Kumpel, der noch da war. Und der hat die übelste Megaschelle kassiert. Das war ein Moment, den habe ich in Zeitlupe in Erinnerung. Der war wunderschön. Das war so eine Schelle, die hat den geknallt, Alter, in der ganzen Runde hat ihn geknallt. Und der hat so eine rote Backe gehabt, Alter. Der ist umgefallen, hat sich nur noch gedacht, eben, Nico, ist das dein Ernst? Hast du das jetzt wirklich gebracht? Und ich hab mich nicht mehr gekriegt vor Lachen, Alter. Und die ist dann gleich weg gewesen zum Glück. Oh, Mann. Ja, das ist Nico. Geht niemals mit Nico feiern. Das war so lustig. Also sowas bringe ich gar nicht mehr, da war ich kaum. Wie alt war ich da? 16? 15? Nee, 17? Viel zu jung und viel zu geil. Da warst du noch notgeil. Da war ich noch notgeil, ne? Heute bin ich auch nur geil. Bist du zwar immer noch, aber... Heutzutage bin ich aber nur noch geil. Aber das ist halt nicht halt meine Awesomeness. Ja, und das war auch schon die Fragerunde. Das war sie Wenn schon. Wenn ihr mehr davon hören wollt, schickt uns Fragen etc. pp. Was heißt pp? Wenn... Lippel? Lippel, ja, Mann. Pippel. Pippel. Was soll das heißen?
Pioble. Ach so, People. Ach so. Alles klar. Nein, keine Ahnung. Ja, du bist ein Spacken, Alter. Schickt uns Leute, genau, per Post aber bitte nur und bitte eingespeist. Ja, Fanboys. Nicht Fanboys, nix da Fanboys. Bitte nur eingespeist. Und Nico dürfen es bei Fanboys sein. Ist ein Mongo, Alter. Und das war's dann auch. Gameplay ist noch nicht durch, schätze ich. Das Gameplay geht noch ein klein wenig. Aber ich. Ja, lass uns mal weiterlaufen und Laufen? Ja, eventuell könntest du. Wir laufen doch gar nicht. Ja. Kann mal belegen. Boah, ich kann übrigens immer noch keinen Borderlands aufnehmen, glaube ich, weil ich nicht genug fertig bearbeitet habe. Wir sind schon so verplante zwei Hobbys. Ein wenig. Slightly. Ich bin gerade im Gameplay an Fallschaden gestorben. Läuft. Ja. Ah. Und wie geht's? Ich schaue mir gerade an, wie es aussieht, wenn man jemand tätowiert in Slow-Mo. Also ihr seht, Julian und ich verbringen unsere Freizeit mit sinnvollsten Sachen. Oh, ich habe eine SMS gekriegt. Ja. Sieht voll heftig aus. Ich habe von... Oh, das kann ich glaube ich nicht laut abspielen, da ist zu viel... Warte mal. Egal. John? Das war so zu erwarten, Alter. John hat momentan gerade irgendwie so ein Problem mit Farben und deswegen mag er die Farbe schwarz und deswegen sagt er halt oft... Schwarz. Ja. Einfach, ne? Ach, der... Ja! Nicht schlecht, aber ein wenig abgekattet. Das ist übrigens ein 22 zu 3er Gameplay, das gleich fertig ist. Und den Last Kill gemacht sogar. Pam, Junge. In die Fresse. Ja, und damit würde ich sagen, wir wurden gerne getaggt und wir taggen als Weitertaggung einmal Jan, also Zeddy, und Jeremy, CubeTV. Das war's, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dawson, haut rein!